Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute-Squad. Heute die 17. und eine besondere Episode. Nicht wegen der Zahl 17, sondern einfach aus dem Grund, dass ich jetzt hier in diesem Video das erste Mal erklären werde, wie die neue Serie mit YouTubern oder anderen YouTubern funktionieren wird. Ich habe das ja bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass ich da was vorhabe. Ihr konntet mir Vorschläge in die Kommentare schreiben, mit welchen YouTuber ich was machen soll. Und ich habe mir da ein paar rausgesucht und einen habe ich auf jeden Fall an der Strippe, beziehungsweise zwei. Ich denke mal, ich werde auch noch einige andere finden und ihr könnt mir weiter gerne immer wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Das Ganze werden keine 7-Minute-Squads, aber es wird eine sehr 7-Minute-Squad-ähnliche Serie und dementsprechend werden die teilweise die 7-Minute-Squads ersetzen. Ich habe ja allgemein in den letzten Wochen und Monaten wenig dieser Serie produziert oder hochgeladen. Liegt ganz einfach daran, dass ich momentan nicht so die Lust auf 7-Minute-Squads habe, aber das ändert sich ja vielleicht noch und heute wird auf jeden Fall wieder ein neues 7-Minute-Squad geben und ich werde euch so ein bisschen erklären, wie die neue Serie funktionieren wird. Grundsätzlich, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung, schaffen wir 300 Likes auf dieses Video, ich würde mich tierisch freuen. Wie gesagt, das ist das Beste, was ihr tun könnt, das ist für euch nur ein kleiner Klicker, für mich eine große Bedeutung und es ist Battlen am Anfang des Videos. Ja, aber es sind momentan wenige Likes bei mir. Das ist einfach so und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir 300 Likes schaffen. Das wäre einfach cool. Ja, also haut mal einen Daumen raus. Und wir haben momentan Promo-Sets, glaube ich, für die oder wegen den Upgrades. Und da werden wir gleich eins öffnen. Ein Mega-Set oder ein Premium-Set. Wir öffnen mal so ein League 1-Set. 30.000. Oh, nee. Kann ich, will ich, darf ich, möchte ich? Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich öffne eine normale 7,5K-Set. Oder, nee, wir öffnen ein 15K-Set. Ein 15K-Set, ich kann auch ein 30K League, die Spieler sind allgemein nichts wert und ich habe allgemein bei meinem Packler gar keinen Bock. Wenn ihr selber Coins braucht, um Packs zu öffnen oder halt FIFA Points, PSN, Microsoft Guthaben, checkt den Link in der Beschreibung zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Mit dem Kaufbox Gaming TV dazu, Instagram, Twitter könnt ihr kostenlos folgen, müsst ihr auch folgen, würde ich an eurer Stelle machen. Und AskFM, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, da ist auch ein Link dazu. Die Serie wird damit starten, was wir jetzt machen. Wir öffnen ein Pack. Allerdings ist es, oh, ich habe keine FIFA-Points, was habe ich mir dabei gedacht? Es ist demjenigen selbst überlassen, was er für ein Pack öffnet. Im Endeffekt ist das Wichtige, es wird in diesem Pack meistens, oder es sollte, aha, ein Schlitz. Ganz kurz, wir warten einmal kurz ab, vielleicht wird das ja was Gutes, wer weiß. Deutschland, ZM, Juventus, Khedira, ja. Nichts Überragendes, aber ist okay, hätte groß sein können. Khedira und die beiden besten Spieler, in diesem Fall jetzt Khedira und anscheinend noch irgendein anderer in Duplikaten, Roussillon. Okay, Khedira und Roussillon werden jetzt unsere beiden Spieler für diese Episode. Und aus denen oder mit denen müssten wir jetzt ja ein Squad bauen, ganz normal in 7 Minuten. Ja, das ist ja im Endeffekt das Gleiche, was ihr kennt. Allerdings ist die Serie ein bisschen anders aufgebaut, wenn es jetzt darum geht, dass ich mit anderen YouTubern zusammenarbeite. Denn nicht alle sind unbedingt in der Lage, Hybrids so schnell zu bauen oder haben da Bock drauf. Und dementsprechend müssen die zwar Hybrids bauen, aber haben keine Zeitbegrenzung, ja. Jeder YouTuber, also ich und der andere, die ziehen am Anfang ein Pack, wie wir es gerade gesehen haben. Die beiden besten Spieler daraus werden dann in ein Team eingebaut. Die Formation kann er sich aussuchen. Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Die meisten haben sowieso nicht so die heftigsten Hybrid-Skills. Es muss auch nicht Nolings Wasted sein. Auch noch was ganz Besonderes. Muss nicht Nolings Wasted sein. Kann natürlich gerne. Habe ich kein Problem mit. Ist sehr schön vor allem. Ich werde es immer wie immer Nolings Wasted machen. Muss aber nicht. So, die beiden Spieler werden reingesetzt und derjenige baut ein Team. Das Team hat gewisse Mindestvoraussetzungen. Die werde ich auch den jeweiligen YouTuber natürlich mitteilen. Und zwar 3-3. Ja, sollte ein Hybrid sein und mindestens 3 Nationen und 3 Ligen. Das ist nicht zu viel verlangt. Theoretisch kann man das machen, man macht ein komplettes Serie A-Squad, also hier in dem Fall, packt hier einen brasilianischen Innenverteidiger und einen brasilianischen Zehner hin, einen brasilianischen Linksverteidiger aus einer anderen Liga und theoretisch eine Icon ins Tor. Man hätte schon genau diese Kriterien erfüllt. Ist nicht schwierig. Also von daher sollte das kein Problem sein. Mit diesen Teams wird dann quasi oder fällt und steigt der Punktestand der jeweiligen Spieler. Ja? Das werde ich euch auch noch in der nächsten Episode bzw. im ersten Video genauer erklären. Da gibt es auch eine Grafik für, da müsst ihr immer wieder drauf zurückkommen. Das ist ein bisschen kompliziert. Wer mehr Nationen und Ligen hat, bekommt einen Punkt. Dazu gibt es für jedes Tor einen halben Punkt. Das heißt, der Gewinner des Spiels ist in jedem Fall oder kann in keinem Fall die Episode verlieren. Ja, also wenn du gewinnst, hast du automatisch ja, mehr Punkte gesammelt als der Gegner und verlierst die Episode nicht. Im Endeffekt gibt es das Ganze dann mit einem Discard. Es klingt alles kompliziert, ich merke es gerade selber. Aber das Mehr an Punkten, was man am Ende hat, ja,
Das darf man dann beim Gegner abstoßen. Der Gegner darf natürlich noch rumswitchen. Also wenn ich jetzt hier ein ganz normales Team hätte, ich könnte Khedira in den Sturm stellen und Roussillon ins Tor. Theoretisch. Derjenige darf dann als Spieler abstoßen. Im Worst-Case-Szenario, man sollte natürlich ein paar Spieler reinnehmen, die Inform sind oder sowas, wenn es halt Informs gibt. Im Worst-Case-Szenario stößt ein Inform oder musst ein Inform abstoßen. Im Best-Case-Szenario halt nur ein Roussillon. Ne? Wie gesagt, das wird noch erklärt. Es klingt jetzt kompliziert, aber glaubt mir, so kompliziert ist es nicht. Ne? Es gibt für Norlings Wasted einen Punkt, es gibt für mehr Ligen und Nationen einen Punkt und es gibt für die Tore einen Punkt. Na, nicht einen halben Punkt, das habe ich gerade, glaube ich, gesagt, sondern es gibt für jedes Tor einen Punkt. Das heißt, wenn der Gegner beispielsweise 2-1 gewinnt, ja, kriegt er 2 Punkte und für den Sieg nochmal einen Punkt. Das heißt, er hat 3 Punkte und ich hätte beispielsweise, weil ich Norlings Wasted und mehr Nationen und Ligen habe, nur 2 Punkte und würde dementsprechend verlieren. So. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ich glaube, das müssten die meisten schon gecheckt haben. So, egal. So auf jeden Fall die Grundlage. Am Ende dieses Discarden und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde. Ich denke mal Pack Battles oder sowas. Mal schauen. 7 Minuten Zeit, aber jetzt. Ich denke, das könnte ziemlich cool werden. Ich denke, das wird Spaß machen. Und es bringt andere YouTuber auf den Kanal. Es bringt anderen YouTubern die Chance. Auch kleinen YouTubern, vor allem kleinen YouTubern. Weil ich weiß, wie wichtig es ist, gepusht zu werden. Und ja, von daher gerne eure Meinung in die Kommentare. Habt das verstanden oder nicht? Aber wie gesagt, spätestens bei der Erklärung im nächsten Video werdet ihr es dann verstehen. So, Demario wird unser Innenverteidiger, sehe ich gerade schon. Ich weiß nicht mit dem Verein, aber ich glaube eher nicht. Damit haben wir den Link aus Frankreich bzw. aus der Serie A zu Roussillon. Roussillon werden wir jetzt weiter verlinken. Und zwar, ich weiß gerade nicht, ob wir einen französischen Zehner haben. Nee, nicht wirklich. Es ginge mit Niang, aber das will ich nicht machen. So, gibt aber auch keinen Deutschen in der Liga. Das heißt, wir machen das so. Hier kommt der Mario hin. Ist übrigens ein bisschen spät, deswegen Entschuldigung. Wenn ich ein bisschen verplant wirke, es ist halt schon spät. So, französischer Innenverteidiger. Ich würde mal sagen Perrin. Französischer Torwart. Boah, weiß ich nicht. Darf halt nicht aus der Ligue 1 sein. Ryu wäre möglich, aber ich glaube, dann packe ich lieber den Torwart von... Was ist denn das? Bologna? Nee, Quatsch. Doch, ist Bologna, ne? Ein Tor von Bologna, Mirante. Genau, Mirante packen wir ins Tor. Gut. Und linken weiter. Wie? Sehen wir jetzt gleich. Also, erstmal ein Stürmer. Und zwar von Juve. Mandzukic. So, jetzt brauchen wir einen kroatischen Zehner. Bevor wir das machen, stopp. Ich muss erstmal wissen, gibt es, ich weiß es nicht, gibt es einen deutschen Sechser aus der Ligue 1? Nein. Okay, dann können wir es so nicht machen, wie ich es geplant hatte. Habe ich eine Ikone? Ich habe Deko. Wir machen es mit Deko. Ich könnte es anders bauen. Aber will ich nicht. Relativ einfach. So, wir nehmen einen kroatischen Zehner. Ich weiß noch nicht 100%. Also Rock wäre eine Möglichkeit, aber der spielt in der gleichen Liga. Deswegen fällt der eher raus. Wir könnten den Inform Kramaric nehmen. Ja, Halilovic wäre auch eine Möglichkeit. Eine Inform Kramaric geht nicht, weil ich gehe in die Bundesliga gleich. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich Halilovic nehmen, außer wir finden noch ein ZM. Auch nehmen wir Kovacic. Kovacic ist schnell genug. Rechtsverteidiger wird Carvajal. Als logische Konsequenz. Gut, ich habe einen Loan-Carvajal. Ja, ist ja sowieso ein Loan-Squad jetzt schon. Und jetzt nehmen wir hier aus der Bundesliga. Gut, jetzt hätte ich natürlich auch irgendwas anderes nehmen können, aber ich wollte mit deutschen Spielern linken. Und zwar nehmen wir in Sturm den Inform Füllkrug. Und auf die 10 nehmen wir... Nee. Stindl ist zu langsam, glaube ich. Bartels wäre eine Möglichkeit. Bartels ist schön schnell. Hm, machen wir. Den verletzten Bartels. Und dann sind wir fertig. Das ging sehr schnell jetzt. Natürlich mit dem, ich sag mal, es ist nicht wirklich ein Cheat. Ja, es ist eine Ikone, aber wir dürfen jetzt dreimal wechseln. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben nämlich 3 Minuten 20 oder 3 Minuten 22 vor Ende gestoppt. Englische Liga haben wir nicht, aber wir haben deutsche Spieler genug.
Wir haben, wie viele Nationen und Ligen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6, nee, 5 Ligen. Das passt auf jeden Fall. Ich denke mal, das Rating ist okay. Die Spieler sind okay. Deko auf 6 ist nicht optimal, aber passt. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so machen, oder? Ist kein schlechtes Squad. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir haben eine Legende mal wieder eingebaut, eine Ikone. Wir haben einen starken, also vor allem physisch starken Sturm. Wir haben trickreiche Außenbahnspieler mit Bartels und Kovacic, nicht Martels. Wir haben einen physisch starken Sechser, einen Spielmacher-Sechser. Eine gute Innenverteidigung, die nicht zu krass ist. Gute Außenverteidiger mit Tempo. Ein Non-Rare-Keeper, aber das passt. Gut, ich würde sagen, ich kaufe das alles. Also, was heißt alles? Demario, Kovacic und Mandzukic. Und wir sehen uns gleich im Spiel im Gegner-Screen. Ich bin zufrieden mit dem Team. So, Gegner gefunden. Starkes Team. Cech, Koscielny, Bailly, Valencia, Bakayoko, Tolisso, Matuidi, Alexandro, Reus, Aubameyang und Kollege Dembélé. Ich habe übrigens wieder, da fällt mir gerade ein, wenn ich Bailly und oder Bailly und Valencia sehe. Hört ihr mal nicht zu, wenn ich rede in meinen Videos? Also beim Weekend League Review, ich sage noch, ich möchte bitte keine. Also der Vorschlag, macht den OP-Team, zieht bei mir nicht, weil ich dann keinen Spaß am Spiel habe und ich möchte Spaß am Spiel haben. Der erste Kommentar, den ich lese, hol dir Bailly und Valencia und mach den OP-Team, verkauf dein Team. Ey. Wie gesagt, es ist spät, ich fühle das, ich fühle mich irgendwie wie beschwipst. Keine Ahnung, also ich bin komplett nüchtern. In England immer. Aber ich weiß nicht, irgendwie schlaftrunken vielleicht. Ich möchte auch dazu sagen, das ist mein erstes Spiel seit dem Patch. Der Patch ist heute rausgekommen. Ich denke mal, ihr seht das Video am Donnerstag. Also für euch ist er vorgestern rausgekommen. Für mich heute, Dienstag. Und, nee. Gestern Dienstag, heute ist Mittwoch, morgen. Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich davon erwarten soll. Ich habe Karrieremodus gespielt. Ja? Aber das muss ja nicht zwingend heißen, dass da sich auch was geändert hat. Es leckt auf jeden Fall. Das geht mir schon mal ein bisschen auf den Keks. Schön, aber der Füllkrug. Kann er was draus machen? Ich dachte. Also die Lecks sind echt kacke. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber ich denke mal schon. Es ruckelt die ganze Zeit so ein bisschen. Wird extrem unflüssig. Ich nehme mal an, dass jetzt nicht mit dem Patch zusammenhängt. Also das kann ich mir schwer vorstellen, aber ja, das ist ja bekannt. Ich sag's mal so, ne? Die Einzelspieler-Server, Herr Jemine. Und allgemein auch Seasons und so, ist halt nicht ansatzweise vergleichbar mit Footchamps. EA gibt sich da null Mühe. Ich wurde übrigens gefragt, welche Trikots ich habe. Deswegen spreche ich das jetzt mal ganz kurz an. Das werde ich jetzt in den nächsten Videos öfter mal erwähnen. Ich habe das russische Auswärtstrikot als mein erstes Trikot. Mit dem spiele ich normalerweise immer. Jetzt in dem Fall hier gerade nicht, weil der Gegner weiße Trikots hatte. Das ist weiß mit blauen Hosen und roten Stutzen. Und ich habe das Team of the Year Kit als Auswärtstrikot, beziehungsweise als mein Gegnertrikot in Footchamps auch automatisch damit. Und in diesem Spiel gerade komme ich seit dieser Freistoßchance, die ihr gar nicht gesehen habt, glaube ich, weil die Deko den nicht sonderlich gut platziert hat. Freistöße, oh Gott, sind dieses Jahr gemein, kacke nicht mehr vors Tor und kassiere so ein Ding. Geil, macht Spaß. Oh, das ist nicht wahr. Ich war schon so, Ausgleich, Mandzukic. Nein, er lupft den Ball an. Ich weiß auch nicht, warum er mit links gelupft hat. Finn Bartels, schönes Tor. Leider ja verletzt in Realität, aber trotzdem mit dem Ausgleich. Finesse from outside of the box. Oh, das war wieder mal starkes Userplay von mir. Die Grätsche da, weil ich halt wusste, wie er abschließt. War auch relativ offensichtlich, aber trotzdem war es gut. Füllkrug zeigt mal wieder seine Goalgetter-Qualität. Ach, ich liebe den Kerl. Der Second Inform ist so stark. Leider Gottes wird er kein Upgrade bekommen, weil ich denke nicht, dass Füllkrug so geupgradet wird, dass er seine First Inform-Karte das Rating erreicht wird. Aber, selbst dann wäre es wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil die 82er-Karte halt so weit weg ist. Nichtsdestotrotz, guter Abschluss, schönes Tor. Und hat wieder seine Körperstärke gezeigt. Das ist halt das, was den ausmacht. Ne? Der hat einigermaßen Tempo, er hat eine vernünftige Körperstärke. Also in FIFA mit Werner wahrscheinlich der beste deutsche Stürmer. Gute Grätsche. Ball kommt zu Füllkrug, Ball kommt zu Mandzukic. Schade.
Klar, dieses Vorhersehen, dieses quasi Antizipieren, das ist echt wichtig. Oh, das wäre natürlich jetzt was Schönes gewesen. Khedira in der 90. mit der kompletten Entscheidung, aber leider Gottes trifft er den Ball nicht richtig. Ich habe nicht einen Kopfball mit Mandzukic hinbekommen, was extrem bitter ist. Ich verstehe das nicht. Das ist so eine Sache, die patchen sollten. Flanken. Weil Flanken, es ist unmöglich, deinen Spieler anzuzielen, der in der Mitte steht. Ich meine, wenn in der Mitte Füllkrug und Mandzukic stehen, zwei absolute Bäume, dann will ich nicht, dass die Flanke auf Bartels geht oder in den Rückraum, sondern ich ziehe ja mit dem Stick schon dahin, aber da will sie halt irgendwie nicht hinkommen. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, wir gewinnen das Spiel 2-1, was ich nicht gedacht hätte nach dem Start und nach dem gegnerischen Team, aber sehr, sehr schöne Leistung. Füllkrug, Man of the Match, durchschnittliche Noten für Khedira und Roussillon. Khedira fand ich eigentlich stärker, Roussillon war nicht auffällig. Mirante war auf jeden Fall stark, hätte ich nicht gedacht, der Non-Rare-Keeper, der sich aber gut präsentiert hat. Ich denke, dem Team kann man alles in allem schon, ja, ne 8 von 10 geben. Also, ich meine, es ist keine schlechte Formation. Es ist allgemein, es gibt keinen einzigen Spieler, wo ich sagen würde, schlecht. Man könnte Werner auf die 10 stellen auf der einen Seite. Man könnte, weiß ich nicht, eine andere Ikone auf 6 stellen, theoretisch. Also, da sind einige Möglichkeiten gegeben. Und von daher sehe ich halt nicht den Grund, warum das Team schlecht dastehen sollte. De Mayo ist nicht optimal. Mirante ist halt ein Non-Rare-Keeper. Auch Perrin ist nicht optimal. Deswegen halt nur 8 von 10. Aber trotzdem denke ich eine schöne Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne weitere Vorschläge für YouTube in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dann noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut und rein. Und ciao.